für mich die Königin unter den Hölzern ist für mich bei uns da die Zirbe. Die wächst so ab 1500 Meter aufwärts in den Alpen. Und die produziert einen eigenen Harz, einen eigenen Duftstoff praktisch, der überall im Holz eingebaut ist, speziell um die Äste herum. Und dieses Harz, was da drinnen ist, dieses ätherische Öl, das macht sie extrem biegsam, weich. Und das ganze Holz ist durchsetzt von diesem Öl. Ja. Und was dadurch passiert ist, es ist wie eine Imprägnierung. Ja. Nachdem das mit ätherischem Öl durchsetzt ist, hat es eine sehr hohe Standhaftigkeit gegen Wasser und auch gegen Witterung. Ja. Darum kann es auch so extremen Höhen oben sehr gut wachsen. Durch dass das Holz weich ist, hat es auch diese Bewegung drinnen, was es in diesen Sturmlagen und so weiter braucht. Und kommt mit recht wenig Nährstoffe aus. Also die Zirbe wächst herunten zwar schon auch, aber nie so schön und nie so dicht und nie so in der Ausformung, wie man sie jetzt da zum Beispiel verwendet. Also die kommt von oben, vom Berg. Und was die Zirbe noch hat, ist mittlerweile auch schon von der Universität Graz ist das bewiesen worden, dass eben dieses ätherische Öl zusätzlich noch auf Menschen und auf Tier sehr positive Wirkung hat. Ja, also das heißt, angenehmer Schlaf, ruhiger Schlaf, die Herzfrequenz wird gesenkt, wenn man in einem Zirbenraum oder in einem Zirbenbett schläft, also sehr beruhigende Wirkung. Früher hat man Zirbenbretter, Zirbenspäne auch im Stall untergebracht. Das ist auch sehr antiseptisch, desinfizierend, das Holz. Und gerade letztens habe ich mit einem alten Müllner geredet und der hat gesagt, dass sie bei ihrer Mühle, die Mühlblätter, die im Wasser gelaufen sind, die waren nicht aus Lärche, sondern die waren aus Zirbe, weil die viel länger gehalten haben, dieses feucht-trocken, feucht-trocken. Und selbst da bei den Schüsseln ist es so, also wenn man jetzt solche Schüsseln hernimmt, wenn die aus Zirbenholz gefertigt sind, dann kann man die auch sehr gut nehmen, um warme Speisen draus zu essen. Also ich kann das feucht machen, wieder trocken, feucht, trocken. Und das Zirbenholz reißt nicht, behaltet die Form. Früher haben sie die Zirbenschüsseln sogar auf den Ofen gestellt und haben drinnen dann Topfen und so weiter gemacht und direkt auf die heiße Herdplatte die Zirbenschüssel draufgeben. Also das Zirbenholz ist sehr formbar und sehr weich und sehr nachgiebig, ja, bevor das einmal springt. Und so ist auch die Oberfläche der Zirbe ist sehr weich, auch wenn man mit der Hand draufgreift, man spürt den Unterschied, die Oberfläche ist weich und sehr angenehm. Und der Geruch natürlich immer da, sobald man einen Raum betritt, wo Zirbe drinnen ist, das riecht man sofort. Und es wird gesagt, dass die Zirbe so lange riecht, also das Brett riecht so lange nach Zirbe, so alt der Baum war. 80-jährigen Baum hast, das Brett aus einem 80-jährigen Baum, das riecht 80 Jahre lang nach Zirbe. So hat es auch früher in allen Bauernhäusern die Zirbenstube gegeben, wo eben ein Raum, der Ruheraum, wo ein Kachelofen drinnen war und dann die Möbel aus Zirbe, die Decke in Zirbe, das war die Zirbenstuben. Auch für Kleiderkasten verwendet worden, weil die Motten zum Beispiel oder Schädlinge gehen in die Zirbe nicht rein, denen taugt dieses ätherische Öl nicht. Das kann man auch für zu Hause gut verwenden, so Zirbenspäne ein bisschen in den Sackerl nähen und in den Kleiderschrank rein oder zur Wolle, dann bleiben die Motten fern. Also es ist für mich das Holz, mit dem der Mensch gut leben kann.